Hallo ihr Lieben, wir sind heute Abend zu Gast im Komödchen in Düsseldorf. Wir haben uns gerade das Stück Irgendwas mit Menschen angeschaut und ich habe einen vom Ensemble vom Komödchen schon hier, den Heiko Seil. Ich freue mich. Ja, ich auch. Schön. Erste Frage wäre, wir haben sehr, sehr viel Spaß gehabt heute Abend. Würdest du denn sagen, das Stück hat eine bestimmte Botschaft hinter all dem Lachen? Eine Botschaft? Ja, jedes Stück hat ja irgendwie eine Botschaft. Welche ist es denn? Das hat ganz viele Botschaften. Also es hat ja sehr viele politische Inhalte und es hat natürlich auch einen Inhalt, was der ganze Aufhänger dieses Stücks ist, dass sich halt vier verschiedene Eltern hier treffen, ja, die ihre Kinder hier an der Schule haben, wofür sie eine Abi-Rede vorbereiten sollen. Und jeder hat eine unterschiedliche Meinung dazu, wie die Kinder ihren Weg gehen sollen. Und deswegen hat jeder eine eigene Botschaft. Die vier kommen also zusammen und müssen sich dann einigen, wie denn diese Rede am Ende aussehen soll. Und das Schöne ist eben durch dieses Thema Generationen, wie wird die Zukunft aussehen, ist man auch sofort immer im gesellschaftlichen und politischen Leben und hat sofort alle Themen. Und wir verlassen dann auch ganz schnell dieses Schulthema und sind bei allen möglichen Themen, die uns gesellschaftlich irgendwie angehen. Was würdet ihr denn sagen, inwieweit ähnelt ihr eurem Charakter, den ihr auf der Bühne darstellt? Gibt es da irgendwelche, ich meine, das sind ja alles extreme Charaktere, aber gibt es irgendwas, wo man sagt, ja, das könnte auch ich sein? Also ich glaube, man muss immer versuchen, ein Stück von sich auch da reinzulegen, ne, damit die Figur authentisch bleibt. Und wir sind alle Eltern und ich glaube, wir können alle die Ängste nachvollziehen, die unsere Figur auf der Bühne haben. Meine Ängste sind natürlich sehr extrem als Helikoptermutter, aber auch da kann ich einen Teil von nachvollziehen und einen Teil kann ich auch von außen liebevoll belächeln. Aber den konnte ich mir auch abgucken von vielen Müttern in meiner Umgebung, die tatsächlich so sind. Ja. Also die Figur Frank zum Beispiel, das ist ein ganz pragmatischer Typ, die Figur, die ich spiele. Dem ist dieser ganze Quatsch, was Kreativität angeht oder Förderung oder irgendwie Auslandsaufenthalt, das ist für den alles totaler Blödsinn. Mhm. Der Junge hat das Autohaus zu übernehmen, fertig. Ja, das Pärchen Katharina und Nils, das sind wieder so Leute, die sich komplett anders also die wollen eigentlich das Leben ihres Sprösslings bestreiten. Ja, und Rainer ist halt so dieser sozialkritische Typ, der sagt irgendwie, ja, die Kinder, die brauchen viel mehr die brauchen viel mehr Open Minds, die müssen raus, die müssen sozial denken und so. Und das ist dem Frank alles totaler Quatsch. Das ist so ein Typ, der sagt, die Kinder, die haben jetzt Abi gemacht, jetzt geht das Leben erstmal richtig los. Ja, das ist für ihn die Botschaft, jetzt geht's raus, es ist verdammt hart da draußen. Aber wenn man sich jetzt das Schulsystem heute auch mal anschaut, würdet ihr denn sagen, das Stück ist auch so ein bisschen weit Schulsystemkritik? Also dass man schon sagen kann, es ist eigentlich alles perfekt, beziehungsweise was ist denn nicht perfekt am Schulsystem? Ja, die Kritik steckt natürlich auf alle Fälle mit drin, auch wenn sie nicht das Hauptthema ist. Also wenn es natürlich um die Zukunftsgedanken für die Kinder geht. Aber natürlich ist ein großer Aspekt da drin, über das alles, was in Schulen gespart wird, was nicht vorkommt für die Bildung, wo nicht in Bildung investiert wird und was dadurch alles schiefgehen kann auch. Hm. Ich glaube auch, dass ein ganz wichtiger Punkt bei diesem ganzen Programm, dass alles passiert auf der Basis, dass eigentlich alle wissen, dass unser Bildungs- und Schulsystem nicht gut ist oder unter den Möglichkeiten dieses Landes bleibt. Und von daher spielt das sozusagen, glaube ich, immer ein bisschen auch mit, dass wir eigentlich viel zu wenig investieren in die nächsten Generationen und in unsere Zukunft damit. Mhm. Und das spielt, glaube ich, sozusagen unter der Haut, subkutan, immer eine große Rolle bei dem Stück. Ja. Genau. Was würdest du denn sagen, bist du für einen Papa? Gibt es so irgendwie einen Charakter, wo du sagst, da finde ich mich wieder in dem Stück, oder ist alles ein bisschen übertrieben? Ich habe eigentlich ich habe zwei Söhne, wie gesagt, und auch im abiturfähigen Alter, einer hat es, der andere hat es leider geschmissen, immer sehr viel Freiheit eigentlich gelassen in dem Denken und ihrem Tun. Ja, natürlich habe ich es auch versucht, sie auf irgendeinen gewissen Weg zu bringen, aber nicht irgendwie in eine gewisse Richtung zu drücken. Also jetzt, ich dachte immer, die müssen schon größtenteils selber entscheiden, wie sie ihren Weg gehen wollen. Und den wollten sie sich auch gar nicht vorschreiben lassen. Und wie viel Einfluss hat man dann als Schauspieler auf die Rolle selbst? Also Christian Ehring hat ja auch mitgeschrieben und... Wer war es jetzt von euch? Einer hat das Stück noch mitgeschrieben. Er war es, genau. Hat das Stück auch mitgeschrieben. Aber jetzt, wie viel Einfluss hat man denn als Schauspieler auf die Rolle? Könnt ihr dann zum Beispiel zu Christian oder zu ihm gehen und sagen, ich möchte gern, dass sie oder er so ist?
Das könnten wir machen. Wir werden gefragt, was wir gerne mal spielen möchten. Das auf jeden Fall. Aber das Tolle ist, dass wir ein so großartiges Autorenteam haben, die uns ja jetzt auch die letzten 3 Jahre mit dem anderen Stück schon begleitet haben und haben sich tatsächlich auch Gedanken darüber gemacht, was könnte der oder diejenige jetzt mal anderes spielen, vielleicht oder anderes verkörpern, damit es nicht identisch ist mit dem, was in dem letzten Stück stattgefunden hat. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen schwierig im Findungsprozess der Autoren, dass man vorher sagt, ich möchte aber, dass meine Figur so oder so ist, sondern wir sind natürlich ganz hungrig danach, dieses Textbuch in die Hand zu kriegen. Und wenn wir das dann haben, dann ist es überhaupt keine Frage, dass man sagt, ich denke, da fehlt meiner Figur vielleicht noch das oder die Farbe sehe ich anders und können wir da so rangehen? Und das ist total möglich. Mhm. Und wie wir die Figur dann spielen, da haben wir unglaubliche Freiheit und da haben wir einen Regisseur, der uns nie irgendwas aufdrückt, der gibt uns vielleicht Hinweise und sagt, ich glaube, es wäre gut, wenn die in die Richtung geht, aber wenn wir sagen, das passt für mich überhaupt nicht, dann wird uns nie etwas aufgestülpt, sondern wir können im Probenprozess ganz in Ruhe diese Figur finden und entwickeln und mal in das Extrem gehen und in das, um dann am Ende so die eigene Figur zu finden. Also da haben wir total große Freiheit. Das ist im Kabarett auch sehr wichtig, weil eigentlich, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen, also vielleicht ist es im Komödchen schon so, dass viele Menschen das wissen, aber in der Regel auch bei Kabarettstücken sonst, wie viele Menschen überhaupt wissen, dass wir zum Teil nicht die Autoren sind oder so. Wir müssen schon auch sehr das verkörpern, was wir da sprechen und auch sehr daran glauben. Es wäre gar nicht möglich, einen Schauspieler auf der Bühne sozusagen zu vergewaltigen, Dinge zu machen, die er nicht auch irgendwie mit senden will. Das ist eigentlich Voraussetzung beim Kabarett, dass die Akteure schon von dem auch überzeugt sind, was sie da erzählen, als Statement oder als Richtung des Programms. Und wenn du jetzt hier abends auf der Bühne stehst, ich meine, im Komödchen hat man ja schon so ein bisschen, in Anführungszeichen, Verantwortung. Ich habe durchweg positive Kritiken gelesen, jetzt nicht nur zu dem Stück, sondern auch zu den letzten. Ja. Ist man dann aufgeregt und denkt sich, oh mein Gott, hoffentlich kann man da anschließen oder floppt das Stück vielleicht auch sogar? Macht man sich so Gedanken? Wenn es beginnt, das Stück jetzt mal so, ja, man hat natürlich immer schon so einen gewissen Eindruck schon, wenn man so ein Stück liest, ist es der Kracher oder nicht? Also wir lachen auch schon sehr viel beim Lesen und so und man geht davon aus oder glaubt, dass das wird bestimmt cool. Das fühlt sich dann wieder beim Proben ganz anders an. Meistens schlechter, weil man also den Umgang auf der Bühne miteinander, die Figur zu finden und so, dann den Text auswendig zu lernen, all das stimmt noch nicht und das fühlt sich dann auch dementsprechend blöde an und aber man hat das Gefühl, das wird einfach ein gutes Werk, weil das einfach ein gutes Buch ist und dass man mit den Leuten, mit denen man das zusammen macht, glaubt man einfach, das kann gar nicht runterfallen. Das wird einfach gut werden. Ne? Also, aber natürlich, klar, bei so einer Premiere ist eine Erwartungshaltung da und die Leute, die wollen jetzt was sehen. Ne? Und wie kann man dann noch vielleicht so ein Stück toppen, was das die Jahre vorher irgendwie schon so weit oben hing. Genau. Ne? Und geht es denn noch höher oder fällt man auch mal ein bisschen, was ja vielleicht auch nicht schlimm wäre, aber die Leute wollen das nicht sehen. Die wollen, das muss gut sein. Ne? Auch wenn man 10 Jahre vielleicht, glaube ich, tolle Stücke gemacht hat und eins verreist. Ich glaube, das ist fatal. Mhm. Gibt es denn irgendwas, wo ihr sagt, das ist ein Thema, das gehört nicht auf die Bühne vom Komödchen. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, da würden wir keine Witze drüber machen zum Beispiel? Ich kann jetzt kein bestimmtes Thema nennen, aber natürlich gibt es Witze, die unter der Gürtellinie sind. Also über bestimmte Menschen oder über bestimmte Defizite, finde ich, macht man sich nicht lustig. Und ich glaube, da haben wir alle ein ganz gutes Gespür dafür. Und das passiert bei uns und bei den Autoren eigentlich ganz selten. Es gibt mal so Momente, wo man sagt, da finde ich jetzt irgendwie, das ist mir zu billig oder das ist mir zu fies. Das möchte ich gar nicht unbedingt sagen. Das dürfen wir dann auch. Aber ich würde jetzt generell, fällt mir jetzt kein Thema ein. Es kann auch mal passieren, dass man eine Textstelle hat, die durch aktuelle Ereignisse in der Welt plötzlich eine Brisanz kriegen und wo die Aktualität den Text überholt und wo man sagt, jetzt kann man den manchmal gar nicht mehr so sagen, weil irgendein schlimmes Ereignis damit plötzlich in Verbindung steht, was man vorher gar nicht hatte. Wie ist denn die Zusammenarbeit so? Also wenn ich auf meine Arbeit denke, da gibt es ja so den einen oder anderen, den kann ich nicht leiden oder gibt es auch mal Knies, aber bei euch darf man das ja nicht sehen. Oder uns darf man das nicht sehen. Wir hassen uns, aber wir tun auf der Bühne, wir geben uns ganz viel Liebe. Nein, das ist natürlich,
ein Publikum sieht das und ich glaube, das ist auch unser Geheimnis, dass wir sehr gerne zusammenarbeiten mit großem Respekt voreinander, dass wir immer wieder Freude aneinander haben, dass es Situationen auf der Bühne gibt, wo wir spontan kichern, weil wir den Kollegen oder eine Situation wieder ganz neu und ganz lustig finden und das überträgt sich und ich glaube, das muss man sich auch erhalten und ich bin selbst überrascht, dass ich zum Beispiel mit Heiko seit 11 Jahren zusammen auf der Bühne bin und das funktioniert, aber ich glaube auch, weil wir eben so miteinander umgehen, wie wir miteinander umgehen. Mhm. Es gibt auch andere Beispiele. Es gibt auch Kabarettisten, die können sich wirklich nicht ausstehen und müssen High-Detail auf der Bühne machen. Also haben wir zum Glück nicht. Also sage ich jetzt, ich weiß nicht, wie es den Kollegen ist. Es ist echt eine Mischung aus Respekt und Spaß. Schön, dann machen wir es doch jetzt wie in der Schule. Wenn jetzt keiner mehr Fragen hat, würde ich dann schließen. Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön euch für die Zeit. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und guckt euch das Stück an, ist wirklich schön. Bis dann. Tschüss.